Jetzt ab in den Pool! Ja, ab in den Pool! Ich komme auch mit in den Pool. Ich kann's kaum abwarten. Oh ja, ich auch. Hey, wartet auf mich. Hey, das passt nicht durch. Hey, Hilfe, hilft mir doch. Hey, nicht ohne mich in den Pool. Papa, du bist ja auch schon da. Oh ja, ich wollte das schöne Wetter und die Ruhe nutzen. Ruhe? Jetzt ist es vorbei mit der Ruhe. Ah! Ah, ist das schön. Jetzt komme ich. Und platsch. Das Wasser ist ein bisschen kalt. Hey, habt ihr mich ganz vergessen? Und platsch. Hey, ich wollte noch nicht nass werden. Ich war noch nicht warm genug. Ups. Hab dich nicht so, Papa. Ist doch nur Wasser. Na, Bello, du hast es dir aber auch gemütlich gemacht. Na klar, bei der Hitze hält man es draußen ja kaum aus. Und so kann ich am Wasser ein kleines Nickerchen halten. Ich tauche mal unter dir durch. Hihi, das kitzelt an meinem Bauch. Hihi, du kleines Wassermonster. Tauchen macht echt Spaß. Das musst du auch mal versuchen. Ach nö, lieber nicht. Eine halbe Stunde später. Ich geh mich mal ein bisschen sonnen, ja? Ist gut, ich bleib hier noch ein wenig. Am Abend. Ich halte fest, du kannst jetzt springen. Und, habe ich es geschafft? Ja, sah gut aus. Jetzt du. Sehr gut. Das macht echt Spaß. Jetzt machen wir den Abstand größer. Hey, ihr zwei Wasserratten, so langsam ist das aber genug. Kommt jetzt raus, wir wollen Abendessen. Noch 5 Minuten, bitte. Aber das sind dann wirklich die allerletzten 5 Minuten. Versprochen. Okay, ich nehme euch beim Wort. 10 Minuten später. Lass uns rausgehen, die 5 Minuten sind bestimmt um. Schade. Wir können ja morgen gleich morgens in den Pool. Oh ja. Am nächsten Morgen. Kinder, es gibt Frühstück. Kommt runter. Ja, wir kommen. Oh, ihr habt ja schon eure Badeanzüge an. Ja, wir wollen gleich nach dem Frühstück an den Pool. Das gute Wetter müssen wir noch ausnutzen. So, so. Ein paar Minuten später. Darf ich schon aufstehen? Ich bin fertig. Wirklich? Du hast fast nichts gegessen. Ich habe keinen Hunger mehr. Ich auch nicht. Darf ich auch aufstehen? Na gut, ab mit euch in den Pool. Wollen wir direkt nach dem Frühstück einkaufen fahren? Ja klar, können wir machen. Super, dann kann ich mich später auch in die Sonne legen. Hä, das? Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht, oder? Ich glaube, ich träume. Nein, du träumst nicht. Ich sehe das gleiche wie du. Was ist denn passiert? Wir müssen das Mama und Papa sagen. Mama! Papa, kommt mal schnell! Ja, kommt mal schnell, das müsst ihr euch angucken. Nanu, was ist denn da los? Keine Ahnung, lass mal nachsehen. Wo ist denn das ganze Wasser hin? Ich habe keine Ahnung und ich bin ganz traurig, dass wir jetzt nicht in den Pool können. Was ist denn los? Der Pool ist leer. Was? Oh nein, was wird denn jetzt aus meiner Abkühlung? Ja klar, sehr lustig. Das ist kein Scherz. Guck's dir an, wenn du mir nicht glaubst. Das gibt's doch nicht. Oh nein, ist da irgendwo kaputt gegangen? Dem müssen wir jetzt erstmal auf den Grund gehen. Und? Also gebrochen ist nichts, kann nichts entdecken. Der Fehler muss irgendwo anders liegen. Das ganze Wasser muss ja irgendwo hingelaufen sein. Ist das nicht traurig? Wir haben zwar einen Pool, aber können nicht mal schwimmen. Ja, das ist wirklich sehr traurig. Ah, ich hab's gefunden. Der Abwasserschlauch war offen. Hier ist offenbar irgendetwas kaputt gegangen. Und das Wasser konnte die ganze Nacht langsam rauslaufen. Genau, ich rufe mal den Pooltechniker an. Och Mann, ich habe mich doch so gefreut. Und ich erst. Heute ist es noch heißer als gestern. Und ausgerechnet jetzt geht der Pool kaputt. Hoffentlich können Sie ihn schnell reparieren. Was? 2 Wochen? Das ist nicht Ihr Ernst. Können Sie denn da gar nichts machen? Hm, verstehe. Okay, dann weiß ich Bescheid. Wie soll ich denn das jetzt den Kindern erklären? Und? Und? Was sagen Sie? Wann können Sie unseren Pool reparieren? Naja, tja, leider schlechte Neuigkeiten. Erst in 2 Wochen. Was? Du machst Scherze. Nein, leider nicht. Ach Menno, das ist doch total blöd. Warum dauert das denn so lange? Das Teil, das kaputt ist, muss bestellt werden. Kommt erst in 2 Wochen. Was machen wir denn bei dieser Hitze? Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr, was wir früher gemacht haben, weil wir keinen Pool hatten? Nee, was denn? Wir haben uns auf dem Spielplatz Wasserrutschen gebaut. Echt? Und wie?
Ja, wir haben uns eine alte Plane genommen, zerschnitten, dann einen Wasserschlauch dran gemacht und den Berg runtergerutscht. Das hat so viel Spaß gemacht. Oh, jetzt kommen die alten Geschichten. Puh. Ja, wir waren den ganzen Tag draußen. Erst als es schon dunkel wurde, haben unsere Eltern uns nach Hause gerufen. Das war toll. Ich weiß noch genau, wer alles dabei war. Also, da war der Tobi, Johannes, Matthias und der Lars und ich und die Annika. Hey, wo seid ihr plötzlich hin? Lass uns das Gleiche machen. Auf jeden Fall. Hier, guck mal, das muss doch gehen, oder? Bestimmt. Aber wo bekommen wir das Wasser her? Auf dem Spielplatz ist doch ein kleiner Brunnen. Beim Matschsandkasten. Da können wir den Schlauch dran machen. Sehr gut, Greta. Hi, Greta. Hallo, Heinrich. Es ist so heiß heute. Ich dachte, ich könnte mich bei euch im Pool etwas abkühlen. Darf ich? Der Pool ist kaputt. Was? Wirklich? Ja, ist er. Aber wir haben schon einen anderen Plan. Was denn? Was richtig, richtig Cooles. Wirst gleich sehen. Hilf uns beim Schleppen. Okay. Ich habe den Spielplatz noch nie so leer gesehen. Umso besser für uns. Wo wollen wir denn die Plane ausbreiten? Am besten machen wir sie dahin. Ja, dahinter ist auch der Matschspielplatz. So, das müsste funktionieren. Wassermarsch! Es klappt. Sehr gut. So, wer will zuerst? Ich. Und ich. Na gut, ich lasse euch vor. Ich bin gespannt, wie das gleich klappt. Ah! Das war toll! Juhu, ist das cool. Fast genauso gut wie im Schwimmbad. Nur hier haben wir die Rutsche ganz für uns allein. Stimmt, und müssen nicht anstehen. Hey, ich will auch mal. Aus dem Weg. Sorry, bin schon weg. Uhu, yeah, ist das erfrischend. Oho, juhu! Ich bring mal den Kindern Eis zum Spielplatz. Ja, mach das. Hallo? Hallo, Mami. Ich habe Eis für euch. Ja, Eis. Oh, cool, ich komme runter. Juhu! Mensch, das sieht ja richtig gut aus. Willst du auch mal? Das macht voll Spaß. Ach nee, ich weiß nicht. Los, mach schon, das macht total Spaß. Ja, euch Kindern vielleicht. Die macht's bestimmt auch Spaß. Bin ich nicht zu alt? Quatsch. Ja los, Mami, mach mal. Na gut, überredet. Ich versuch's mal. Ich hab zwar keinen Bikini an, aber ist auch egal. Na, dann wollen wir mal. Oh, macht das Spaß. Und gleich nochmal. Hätte ja nicht gedacht, dass es so viel Spaß machen kann. Mama, wir sind fertig mit dem Eis. Ach so, ja. Ich rutsche noch ein allerletztes Mal, ja? Juhu! Ah! Ja! Erwachsene, erst muss man sie überreden und dann wollen sie gar nicht mehr aufhören. Darf ich nochmal? Ein allerletztes Mal, bitte! Das war's leider schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Tschüss!